Friedland, das Symbol für alle Entlassungslager. Die Endstation für Millionen deutsche Kriegsgefangene. Die Endstation von Flucht und Vertreibung. Der Anbeginn der großen Heimkehr. Zum fünften Male fährt die Friedland-Glocke zum Heimkehrer-Deutschland-Treffen. Diesmal nach Hamburg. Und überall wissen die Menschen, dass ihr Klang mehr bedeutet, als alle Glocken der Welt zu sagen vermögen. In Northeim am Harz. In Goslar, der Stadt der alten Kaiserpfalz mit der Bundesweihestätte der deutschen Kriegsgefangenen. Im Städtchen Wienenburg. In Schöppenstedt, der Stadt des Till-Eulenspiegel. In Helmstedt an der Zonengrenze. In Wolfsburg, der Stadt des Volkswagenwerks. In Braunschweig, der Stadt Heinrich des Löwen. In der alten Hansestadt Bremen. Thank you.
Nach einer 6-Tage-Fahrt von 800 Kilometern erreicht die Friedland-Glocke die Elbbrücken. Hamburg, das Tor zur Welt, die Stadt mit ihrem weltoffenen Geist, die Stätte des 5. Heimkehrer Deutschlandtreffens. Auswärtige Gäste. Der Bürgermeister der Freien und Hansestadt, Dr. Paul Nevermann. Der Abgeordnete der Bürgerschaft. Vor uns steht eine Glocke, die von Friedland an der Zonengrenze eine weite Reise hinter sich gebracht hat. Hamburg ist die Endstation dieser Fahrt. Ich heiße die Friedland-Glocke herzlich willkommen und übernehme sie hiermit in die Obhut der Freien und Hansestadt Hamburg. So läutet sie das Treffen ein, das auf dem Messegelände von Planten und Blumen bald mehr als 100.000 Menschen zusammenführen wird. Mit der Eröffnung der Ausstellungen durch das Mitglied des Präsidialrates des Verbandes der Heimkehrer, Dr. Wolf-Dietrich Kopelke, beginnt es. Bilder, Dokumente, Grafiken zeigen, welche Aufgaben sich der Verband der Heimkehrer gestellt hat, wie er sie ausführte und noch ausführt. Der mit Friedland, wo die Entlassenen den Boden der Heimat betraten, war, wie gesagt, erst ein Anfang für jeden gemacht, der Anfang der äußeren Freiheit. Da galt es, eindringlich soziale Forderungen für diejenigen durchzusetzen, die stellvertretend für ihr Volk Sklaverei hatten auf sich nehmen müssen. Forderungen, um die heute noch zäh gekämpft wird. Indessen, mit den Forderungen allein begründet sich keine Existenz auf Dauer. So handelten die Heimgekehrten aus sich heraus. Sie handelten, um sich nicht fallen zu lassen, weil der Wille stärker war als der Zwang, Herzen stärker als Unfreiheit, Sehnsucht mächtiger als Ungewissheit. Die Beschäftigung mit sich selbst fand die Sprache der Kunst. Die Friedland-Gedächtnisstätte, ein Modell von Professor Fritz Theilmann. Zum ersten Mal zeigt der Heimkehrerverband seinen Plan, ein Mahnmal des Dankes, der Hoffnung und der Versöhnung aus dem Opfer der Heimkehrer zu errichten. Als Mahnung an die Welt, Freiheit und Menschenwürde künftig zu wahren. Als Dank für die Heimkehr aus Krieg und Gefangenschaft. Zum Gedenken für jene, die der Krieg in den Lagern der Unfreiheit verschlang, die auf den Straßen der Flucht und der Vertreibung liegen blieben. So gilt am Vorabend des Treffens der erste Gruß den toten Kameraden und den Opfern jeder Gewalt. Meldung an den Herrn Generalinspekteur. Augen!
nichts. General, ich melde Ihnen, die Ehrenformation zur Kampfniederlegung angetreten. Sie wird gestellt von dem Musikkorps der Nordsee und dem der 2. Kompanie der Marine- und Offizierschule Plön. Danke sehr. Der Bundespräsident, der Senat der Stadt Hamburg und der Senat von Berlin, der Generalinspekteur der Bundeswehr und der Inspekteur des Bundesgrenzschutzes legen mit den Vertretern der Heimkehrer und Kriegsopferverbände aus aller Welt ihre Grenze nieder. Der gute Kamerad. Er fand den Tod. Aber er lebt auch weiter. In der Freiheitsstatue von Fritz Teilmann fand er gültigen Ausdruck. Symbol der Heimkehrer Deutschlandtreffen. Der Strom der Heimkehrer drängt zur Stätte der Begegnung. Die Teilnehmer sammeln und ordnen sich für die Eröffnungskundgebung. Die Fahnen der Heimkehrer sind das Ja zum Leben. Sie halten die Fahne der Internationalen Vereinigung ehemaliger Kriegsgefangener in ihren Händen. Franzosen und Belgier, Deutsche und Italiener, Niederländer, Österreicher und Jugoslawen, Europäer und Afrikaner. Im Krieg Verbündete oder Gegner, heute Kameraden. Gemeinsam mit den deutschen Heimkehrern tragen sie ihre Fahnen in die Ernst-Merck-Halle, begrüßt vom Klang der Freiheitsglocke von Berlin. Aus den Soldaten des Krieges ist eine neue Generation geworden. Weit war der Weg zurück ins Heimatland.
Der Leidensweg darf nicht vergessen werden, wenn die Welt vor neuem Übermut und Frevel bewahrt bleiben soll. Die Fanfare der Heimkehrer Deutschland-Treffen erinnert daran. Der Landesvorsitzende der Hamburger Heimkehrer, Fritz Jamatz, eröffnet die Kundgebung. Ich begrüße zunächst Sie alle, meine Kameradinnen und Kameraden, die Namenlosen, die Treuen und ganz besonders herzlich auch die Kameraden aus Berlin. Ganz besonders herzlich begrüße ich die Ehrendelegationen der Mütter, jene 50 vermissten Angehörigen, die für mehr als 1 Million Frauen stellvertretend unter uns weilen. Ich begrüße für die Heimgekehrten der letzten Zeit zwei Kameraden, die nach 18-jähriger sowjetrussischer Gefangenschaft erst im Dezember vergangenen Jahres der eine und im März dieses Jahres der andere in die Freiheit zurückkehren konnten und die draußen in der Kriegsgefangenschaft zusammenstanden, unsere Kameraden Wandel und Hinz. Wir sind stolz darauf, dass Sie alle zu uns gekommen sind und wir danken Ihnen von ganzem Herzen, dass wir von Ihnen verstanden werden. Der Bürgermeister von Hamburg bekennt sich zu den Aufgaben der deutschen Heimkehrer. Ihr Verband der Heimkehrer, Kriegsgefangenen und vermissten Angehörigen vertritt, das darf ich wohl sagen, mit Vorrang vor allen berechtigten materiellen Ansprüchen ein menschliches Anliegen und erfüllt eine menschliche Aufgabe in unserem Staat. Möge die große Kameradschaft, die wir in ihren Reihen spüren durch die große Beteiligung an diesem Deutschlandtreffen, sich ummünzen für unseren neuen Staat zu einer Kraft des Friedens, zu einer Kraft der Versöhnung, zu einer Kraft gegen den Hass in der Welt, aber auch zu einer Kraft für die Freiheit alles dessen, was Menschen Antlitz trägt. Dann spricht der Hauptgeschäftsführer des Verbandes, Werner Kiesling. Auf den Heimkehrer Deutschland treffen, prüft die Kriegsgeneration alle 2 Jahre ihren Weg und erhebt ihre Stimme zu den Fragen der Zeit. Jedes Treffen hat sein Leitwort. Das Wort dieses 5. Heimkehrer Deutschland treffens ist mehr als Bekenntnis und Aussage. Es ist ein Anruf nach innen und nach außen, Appell an das Gewissen des Einzelnen wie des Ganzen. Herzen sind stärker als Mauern. Die Mauer von Berlin ist das Modell. Aber wir meinen zugleich damit alle Mauern der Welt, die Zusammengehörendes wieder natürlich trennen, die Sichtbaren wie die Unsichtbaren. Wir denken sowohl an unsere Mitmenschen in Korea und Vietnam, als auch in Israel und Ägypten, in Algier und Kuba, am Kongo und in den Südstaaten der USA. Wir Heimkehrer sind frei von Hass, auch gegenüber den Menschen der UdSSR. Wir haben mit Funktionären, mit Offizieren und Soldaten, Ingenieuren, Architekten und Geistlichen in Freiheit und als Gefangene ihres eigenen Sowjetregimes, als Saklutschonis, gesprochen und auf den Baustellen mit ihnen zusammengearbeitet, mit Ministern, Angestellten, Arbeitern und Bauern. Wir kennen ihre Mentalität und ihre Sorgen, ihre Freiheit und ihre Grenzen, ihre angeborene Verwandlungs- und Anpassungsfähigkeit, ihre Liebe zum Musischen wie ihren Hang zum Unbarmherzigen. Man kann mit ihnen reden, wenn man sie kennt.
und man muss mit ihnen reden, wenn man etwas von ihnen will. Ich rufe allen ehemaligen Soldaten, insbesondere allen ehemaligen Kriegsgefangenen unter ihnen, sowie allen Angehörigen gefallener und vermisster Kameraden in Kriegsgefangenschaft oder nach ihrer Heimkehr Verstorbenen zu: Die Zeit der verbrannten Finger ist vorbei. Das ohne mich ist überwunden. Stärken Sie den Verband der Heimkehrer Deutschlands durch Ihren Beitritt. Es gibt keinen engagementlosen Neutralismus mehr in der gespaltenen Lage der deutschen Nation. Wer mehr Verantwortung von den politisch Führenden in Regierung und Parlament fordert, muss selbst bereit sein, Mitverantwortung zu tragen. Wir fordern mehr soziales Gewissen an allen Stellen, wo Entscheidungen fallen. Mehr Toleranz und mehr Rechtsempfinden und weniger Rechthaberei und fiskalisches Denken. Wir brauchen keine soziale Eintagspolitik und keine augenauswischenden Flicknovellen, sondern eine Politik permanenter sozialer Gerechtigkeit, die auch dann garantiert bleibt, wenn sie Geld kostet. Wir wehren uns entschieden gegen einen Geist, der dem jenes Richters gleicht, der es für angemessen hielt, die Beleidigung unserer höchsten Bundeswehrgenerale, einer von ihnen, unser Kamerad Fürth, weit unter uns, durch den Ausdruck Massenmörder mit einer Geldstrafe von 300 Mark zu ahnden. Der Verband der Heimkehrer ist in der Masse eine Organisation ehemaliger Lanzer. Diese einfachen Soldaten sind es, die sich empören gegen die moralische Zertrümmerung jener Werte, die die Grundvoraussetzung für die Verteidigung unserer Freiheit sind, auch der Freiheit jenes Richters, die nicht angetastet werden darf und soll. Wir beschwören von dieser Stätte aus alle gesetzgebenden Organe, die Rückwirkungen auf die Söhne dieser Kriegsgeneration, auf die jungen Soldaten nicht zu unterschätzen, denen wir helfen wollen und müssen, Vertrauen in die Verteidigungswerte unserer Freiheit zu finden, deren Stolz auf die Glaubwürdigkeit und auf die Unbestechlichkeit eines sozialen Rechtsstaates geweckt und erhalten werden muss, um damit zugleich die Mauern zwischen den Generationen niederzureißen. Bleibt in diesem Geiste treu und wachsam, meine Kameraden, damit unsere Herzen stärker bleiben als alle Mauern der Welt. Der Generaldelegierte der Internationalen Kriegsgefangenenvereinigung, der Franzose Georges Lepeltier. Männer und Frauen, nicht frei im eigenen Vaterland den Wohnsitz, den sie wünschen, wählen können, wurde eine Betonmauer von vielen Kilometern errichtet. Die Gewehre und Kanonen, die dahinter stehen, haben nicht den Zweck, einen Angriff von außen zu verhüten, aber Mauer und Waffen sind da, sowie die Wachtürme aller Gefängnisse, um freiheitshungrige Menschen zu bewachen. Es ist nötig, dass diese tragische Situation dem Gewissen der Völker immer wieder vor Augen geführt wird. Und es genügt nicht zu sagen, dass die Mauern des Hasses, des Misstrauens oder der Ideologien nicht für immer die Stärkeren sein werden. Wir müssen alle in Frieden zusammenarbeiten, um die Freiheit wiederherzustellen. Wir müssen in Europa wie anderswo dem Selbstbestimmungsrecht der Völker dienen und überall die Menschen gegen Unterdrückung schützen. Für die Afrikaner spricht der Vertreter der Heimkehrer und Kriegsopfer von Dahomey, Michel Lawson. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Messieurs, mes chers camarades. Es ist eine große Freude für mich, die Teilnehmer am 5. Heimkehrer Deutschland-Treffen hier im Namen der Regierung meines Landes wie auch in meinem eigenen Namen begrüßen zu können, indem ich ihnen vollen Erfolg für dieses großartige und menschenfreundliche Werk wünsche. Die ehemaligen Soldaten, ebenso wie die ehemaligen Kriegsgefangenen aus Dahomey, entbieten ihnen ihre brüderlichen Grüße.
Als Afrikaner aus den seit kurzem unabhängigen Ländern verstehe ich ganz besonders mit Ihnen, meine Kameraden, den Ruf des deutschen Volkes nach nationaler Selbstbestimmung. So erhebe ich hier und heute mit allem Nachdruck diese Forderung, mit Ihnen und für Sie vor der Weltöffentlichkeit. Die Mauern, Wachtürme, Todesstreifen und Stacheldrahtzäune, die Völker und Familien in grausamer Weise zerschneiden, müssen fallen. Sie sind ein Schandfleck des 20. Jahrhunderts. Im Namen aller appelliere ich gleichfalls eindringlich an die Menschen der zivilisierten Völker, eine Lösung für das dornenvolle Problem der Schandmauer zu finden. Kameraden, wir teilten mit euch, unseren Brüdern, eure Leiden. Und wie auf den Schlachtfeldern kämpfen wir Schulter an Schulter mit euch für die Freiheit und die Menschenwürde in einer neuen Welt, die nicht so sehr ersehnt wie den Frieden. Kameraden, vorwärts für die Freiheit. Der Bundesminister für gesamtdeutsche Fragen, Dr. Rainer Barzel. Erstens, Schritte zur Abrüstung zu koppeln mit solchen zur Wiedervereinigung. Und aus dem wiedervereinigten Deutschland niemand einen einseitigen militärischen Vorteil ziehen zu lassen. Zweitens, unsere Wirtschaftskraft auch östlichen Projekten zuzuwenden. Drittens, über vieles mit uns reden zu lassen, wenn in der Zone mehr Menschenwürde und Freiheit im Alltag wirksam werden. Und ich meine, dass hier ein Akzent einer neuen Epoche, wie auch, darf ich das sagen, ein Gedanke unserer Generation sichtbar wird. Dass wir gegen die Kommunisten sind, ist uns so selbstverständlich wie unser Ja zum Vaterland, zur Freiheit, zum Frieden, zur Verteidigung. Uns fällt die Pflicht zu, mit unseren Spannungen zu leben. Uns fällt die Pflicht zu, der Realität Ulbricht, die stärkere Realität unseres Willens und unseres Wirkens, unserer besseren Ordnung entgegenzusetzen. Auch das sind Realitäten und sie werden sich als stärker erweisen. Denn noch immer in der Geschichte sind und bleiben die Herzen stärker als Mauern, Menschen stärker als Zäune, Freiheit stärker als Zwang, Menschlichkeit stärker als Gewalt. Mit der Verleihung des Friedlandpreises klingt die Kundgebung als Feierstunde aus. Der Preis wurde vom Heimkehrerverband 1960 gestiftet, um das kulturelle Erbe der Kriegsgeneration zu würdigen und der Nachwelt zu erhalten. Wenn wir nunmehr den dritten Preisträger bekannt geben, so soll mit der Auszeichnung eines Künstlers zugleich gesagt werden, dass Sie es sind, meine Kameraden, die diesem Preis seine Berechtigung verleihen. Die Jury beschloss, dem Präsidium des Verbandes vorzuschlagen, den Friedlandpreis der Heimkehrer für das Jahr 1963 dem Komponisten Hans Melchior Bruck für sein Werk Deutsches Tedeum für Orchester, gemischten Chor und Orgel zu verleihen. Das Treffen nimmt seinen Lauf. Im Rahmen des Festprogramms kommt auch der Alltag zu seinem Recht. Die Organisation bleibt unsichtbar. Aber der Ablauf des Programms gleicht der Präzision eines Uhrwerkes. Keiner wird dirigiert. Scheinbar von selbst fügt sich alles in die notwendige Ordnung, ohne die der reibungslose Ablauf eines solchen großen Treffens nicht denkbar wäre.
Noch immer warten Mütter. Sie werden nicht aufhören zu hoffen bis ans Ende ihres Lebens. So wird ihre Hoffnung den Heimgekehrten zur Verpflichtung. An den Tischen der Lagergemeinschaften geht das Fragen weiter. Das Suchen nach den verschollenen Kameraden. Aber auch Erinnerungen werden ausgetauscht. Die Wiedersehensfreude ist groß. Sie heitert die ernsten Gesichter vorübergehend auf. Das Fragen über den Weg seit der Heimkehr nimmt kein Ende. Aus tausenden von Einzelschicksalen setzt sich die Gemeinschaft zusammen, die es verstand, der Vermassung zu widerstehen. Es ist wirklich eine gute Sache, dass wir hier zum 5. Heimkehrer Deutschland-Treffen uns wiedersehen können. Eine große Zahl von Kameraden haben mir geschrieben, ich habe ihnen geantwortet und das hat mir große Freude bereitet. Leider durch die aufgetretenen Spätschäden bin ich nicht mehr in der Lage, den Briefwechsel in der bisherigen Form aufrechterhalten zu können. Ich bin Arzt. Und bin nicht in Kriegsgefangenschaft gewesen, aber ich habe nach dem Kriege tausende von Heimkehrern untersucht. Und mir fällt heute besonders viel eine vorzeitige Alterung bei diesen Menschen auf. Und auch die große Zahl der Spätschäden, die wir feststellen und die noch dringend weiterer Klärung bedürfen. Ja, ich bin einer von denen, die aus Stalingrad übrig geblieben sind. Und eigentlich habe ich heute in der Rückschau das Gefühl, als wenn ich den Zusammenbruch zweimal erlebt hätte. Und trotzdem hat sich alles irgendwie zurechtgelaufen. Ich hätte damals während meiner 7-jährigen Dystrophie auf der Pritsche nie für möglich gehalten, dass ich nochmal wieder Boden unter die Füße bekomme. Und es ist geworden, ich habe einen guten Verdienst und ich bin sogar noch einigermaßen gesund. Und ich will hoffen, dass es so bleiben wird. Mein Sohn ist seit Juli 1944 in Russland vermisst. Alle Nachforschungen sind bis heute ergebnislos verlaufen. Ich habe aber die Hoffnung trotzdem noch nicht aufgegeben und ich bin dem Heimkehrerverband sehr verbunden und sehr dankbar dafür, dass er die Nachforschung gerade bei seinen Heimkehrertreffen fortsetzt. Ich bin Kurlandkämpfer und kam 1955 nach Hause. Die berufliche Wiedereingliederung machte keine Schwierigkeiten. Dagegen war das familiäre sich wiederfinden in der Familie sehr schwer. Kein Wunder nach 16 Jahren. Ich wurde nach 4-jähriger politischer Haft in der SBZ 1950 entlassen. Danach nahm ich mein Leben in die Hand, indem ich mich auf meinen Beruf konzentrierte. Die langen Jahre der Zwischenzeit nahmen den Erlebnissen die Schärfe und die Schwere. Auch ich bin Weihnachten 1955 in die Bundesrepublik gekommen. Ich bin damals an meiner Familie in der SBZ vorbeigefahren, habe aber inzwischen Frau und Kinder zu mir wieder herangeholt. Damals hatte ich die größten Sorgen, was nun hier werden wird. Aber ich muss schon sagen, dank der hervorragenden Unterstützung aller Behörden sind meine Verhältnisse heute derartig geregelt, dass ich keinerlei Sorgen habe. Ich war Soldat in beiden Kriegen und habe einschließlich Kriegsgefangenschaft 21 Jahre lang als Reservist gedient. Mein letzter Dienstgrad war Oberstleutnant. Da ich kein aktiver Soldat gewesen bin, bekomme ich keine Pension, sondern eine Rente aus der Angestelltenversicherung 160 D-Mark monatlich. Wie soll ich das verstehen? Auch die Freiheit ist nicht leicht. Die Heimkehrer danken Gott, dass er sie heimführte. Die Heimat hat sie freudig begrüßt. Ist damit ihre Aufgabe erfüllt?
Tausend Probleme stellen sich in den Weg, weil die Menschen so schnell vergessen. Bischof Kiekbusch aus Eutin und Prälat Professor Walter aus Frankfurt, beide selbst Heimkehrer, rütteln im gemeinsamen Feldgottesdienst die Herzen auf, den Menschen nicht zu vergessen, Kamerad zu bleiben und für die Einheit des Vaterlandes zu wirken. Und dann kommt das Finale. Das fünfte Heimkehrer-Deutschland-Treffen klingt aus. Die Teilnehmer sind erfüllt von dem Erlebnis neuer Begegnungen. Die Grenzen des Verbandes und der Nation sind gesprengt. Neben dem Wiedersehen mit den alten Kameraden aus Krieg und Gefangenschaft stand die Begegnung mit den ausländischen Freunden. Die internationalen Partnerschaften, deren Delegationen sich in der Halle der Nationen trafen, sind zur Generationsaufgabe geworden, indem die Kinder der Heimkehrer und der gefallenen Soldaten den Geist der Partnerschaft in die Zukunft tragen, fallen auch die Mauern zwischen den Generationen. Der Präsident des VDH, Erich Heimeshoff, fasst zusammen, was die Kriegsgeneration bewegt. Der Aufstand am 17. Juni 1953 und der Aufstand 1956 in Budapest, diese großartigen historischen Aktionen eines verzweifelten und spontanen Aufbruchs, sind von der Übermacht blutig zusammengeschlagen worden. Aber die Geschlagenen von damals sind die moralischen Sieger von heute und werden es für die Geschichte bleiben. Ihr Beispiel wirkt fort und wird immer neue politische Energien wecken. Wir bekennen uns zu der Bundesrepublik als dem einzig legitimen Staat der Deutschen, auch wenn man uns schlecht behandelt. Sie ist für uns nur insofern ein Provisorium, als sie nicht ganz Deutschland umfasst. Ihre Grundordnung aber ist für uns definitiv und bleibt es. Wir wollen die geistige und moralische Erneuerung unseres Volkes, weil wir ohne sie den Aufgaben nicht gewachsen sein werden, die uns gestellt sind. Deutschland ist eine Nation, diesseits und jenseits der Elbe. Zu unseren Landsleuten in der Zone, die ein bankrottes System einmauern musste, damit sie nicht alle ihren Peinigern davonliefen. Wir fordern für sie und für ganz Berlin das Recht, in freier Abstimmung unter internationaler Kontrolle über ihre Zukunft selbst zu bestimmen. Meine Kameraden, noch in der Auseinandersetzung um die Realisierung unserer sozialpolitischen Rechtsforderungen. Wir haben aber zuvor zur Kenntnis nehmen müssen, dass die zur Entscheidung berufenen verantwortlichen Kräfte im Staat eine solche von der Verantwortung bestimmte Haltung nicht nur nicht honorieren, sondern über sie zur Tagesordnung hinweggehen. Das ist uns eine Lehre gewesen, die man uns nicht ein zweites Mal geben braucht. In unserer liberalen
pluralistischen Gesellschaftsordnung gilt für die Durchsetzung sozialpolitischer Vorstellungen und Forderungen das Gesetz des Kampfes, nichts anderes. Das ist die Realität, die wir weder gewollt noch für richtig halten, die wir aber nicht ändern können und von der wir ausgehen müssen, wenn wir auf unsere sozialpolitischen Vorstellungen nicht verzichten wollen. Das aber können wir nicht und das werden wir nicht tun. Die große Masse des deutschen Soldaten hat unter unendlichem Leid und Opfer tapfer und sauber ihre Pflicht getan. Das ist die Wahrheit. Und die Geschichte wird sie bestätigen und keine der dilettantischen Amateurhistoriker unserer Tage wird das verhindern können. Dieser Verband ist kein Verein mit antiquierten Vorstellungen und romantischen Hoffnungen. Es ist eine geschlossene und aktive Gemeinschaft der sachlichen Arbeit, der Pflichterfüllung und des Mühens um die großen Dinge, die unsere Zeit bewegen. Er steht nicht am Ende seines Wirkens, sondern wird erst noch werden, was er werden will. Die Stunde, da Deutschland und Berlin wieder eins und frei sein werden, mag fern sein. Meine Kameraden, sie wird kommen und keine Mauer wird sie verhindern, wenn wir diese Stunde beharrlich und unerschütterlich wollen. An diesem Willen wird die Mauer zerbrechen, denn die Herzen sind stärker als sie. Dann spricht der Belgier Raoul Naché, Präsident der Internationalen Vereinigung ehemaliger Kriegsgefangener. Unser Verband der ehemaligen Kriegsgefangenen hat sich stets für eine bessere Welt bemüht. Es gibt den Frieden der Wüste. Es gibt den Frieden des Todes. Es gibt den Frieden der Sklaverei. Das aber ist nicht unser Friede. Unser Friede ist der der Freiheit. Unser Verband hat das Verdienst, Menschen vereinigt zu haben, die es über Ass und Grenze hinaus verstanden, Brücken eine Wahr international Zusammenarbeit zu schlagen. Menschen, die sich dessen bewusst sind, dass der Friede die einzige Chance unserer Generation ist. Der Amerikaner Norman Acton, Generalsekretär des Weltfrontkämpferverbandes, der 22 Millionen Kriegsopfer aus 50 Nationen zählt. Frieden ist viel mehr als die Vermeidung von Krieg. So wie Liebe mehr ist als das Fehlen von Hass. Freiheit ist mehr als das Gegenteil von Gefangenschaft. So wie Freude mehr ist als das Nichtvorhandensein von Kummer. Das Motto Ihres Treffens besagt, dass Herzen stärker sind als die künstlichen Barrieren, die aufgerichtet werden, um den freien Fortschritt der Menschheit zu behindern. Im Vertrauen auf diese Tatsache, nämlich dass Herzen stärker sind, hat der Weltfrontkämpferverband erneut seinen Glauben an die Freiheit verkündet, den einzigen Zustand, in dem die Menschheit den Weg finden kann zu Frieden, Wohlstand und Glück. Der regierende Bürgermeister von Berlin, Willy Brandt, Kraft seines Amtes ein berufener Interpret des Leitwortes dieses fünften Heimkehrer-Deutschland-Treffens. Abschlusskundgebung in Hamburg unter dem Motto Herzen sind stärker als Mauern. Und damit weist Ihr Verband, damit weisen Sie alle nicht nur auf das schmerzliche Ereignis vom 13. August 1961 hin, sondern Sie bringen damit zum Ausdruck, dass Sie sich der stupiden Macht nicht beugen. Die Schandmauer muss fallen. Niemand kann indessen sagen, wann und wie sie fallen wird. Gewiss, die Westmächte haben sich zum Ziel der Wiedervereinigung bekannt. Und Präsident Kennedy hat
vor wenigen Tagen in Berlin überzeugend erklärt, und dafür sind wir dankbar, die Vereinigten Staaten würden uns hierbei nicht im Stich lassen. Aber er hat offen und ehrlich hinzugefügt, dass es, so wie die Dinge liegen, einen kurzen und leichten Weg nicht gibt. Wie dem auch immer sei, die Verantwortung anderer entbindet uns jedenfalls nicht von unserer eigenen Verantwortung. Wir, die Deutschen, müssen mit dafür sorgen, dass die Verhältnisse nicht erstarren, sondern dass sie in Bewegung bleiben und dass sie vernünftig umgestaltet werden können. In der Zwischenzeit müssen wir es als eine liebe Pflicht betrachten, als Einzelne familiäre und freundschaftliche Beziehungen zur Zone zu pflegen, so gut es geht. Unsere Verwandten und unsere Freunde müssen spüren, dass es keine Macht der Welt gibt. Auch nicht die schreckliche Macht der Gewohnheit, die uns das Gefühl der gesamtdeutschen Zusammengehörigkeit aus dem Herzen reißen kann. Sie wissen, verehrte Anwesende, Chruschtschow ist nach Berlin gekommen, um das Ulbricht-Regime, dieses finstere Museum des Stalinismus, aufzuwerten. Dieses Regime bereitet ihm in Wirklichkeit viel Sorge. Und ich bin überzeugt, der Tag wird kommen, an dem die Stalinisten in der Zone auch nach Auffassung der Russen nicht mehr in die Landschaft passen. Der amerikanische Präsident hat gesagt, in den unmittelbar vor uns liegenden Jahren könnten wir in der Zusammenarbeit zwischen Europa und Amerika viel miteinander leisten. Er hat hinzugefügt, dann müssten wir allerdings alle miteinander zu tun bereit sein, was diese 60er Jahre von uns verlangen. Er hat mir zugestimmt, dass die Mauern verschwinden werden, die gegen die Geschichte und gegen die Menschlichkeit gerichtet sind. Aber wir waren uns auch einig, dass unsere gerechten Ziele nur im Zeichen des Friedens Erfolg haben werden. Ich möchte, verehrte Anwesende, Ihrer Arbeit einen Aktivposten unserer jungen Demokratie nennen. Diese Ihre Arbeit trägt mit dazu bei, ein ausgewogenes Gleichmaß zu finden für unsere Anstrengungen auf den Gebieten der Sicherheit nach außen und der sozialen Gerechtigkeit im Innern. Ihre Bemühungen sind mehr als Verbandspolitik. Sie sind Gemeinschaftspolitik. Und ich bin sicher, Sie werden Ihren Sinn für die Proportionen bewahren. Sie werden auch Ihr Gespür bewahren für das, was von unserem Volk nach innen und nach außen gefordert wird. Sie werden vor allem auch Ihre gute Kameradschaft zu Ihren Gefährten in unseren Nachbarländern bewahren. Und das ist eine zusätzliche, gute Leistung für Deutschland, für Europa und für den Frieden. Wenn wir so geläutert durch die Erfahrungen, die jeder von uns auf seine Weise hat machen müssen, unsere Pflicht tun, dann werden wir erreichen, was heute und was morgen unser Ziel ist, den Frieden zu bewahren und unser Vaterland hinzuführen zu Einigkeit und Recht und Freiheit
in einem geeinten Europa. Tragt den Klang der Friedland-Glocke mit in euren Herzen nach draußen, damit Frieden werde unter den Menschen.